Wir kaufen einen neuen Grill, der alte ist nämlich Schrott. So, also dann guten Appetit. Wäre es nicht eine nette Geste von uns, für unsere türkischen Mitglieder auch einen zweiten Grill dazu zu holen? Vielleicht ist so ein zweiter Grill ja auch der Clou. Der zeigt, was für ein offener Club wir sind. Errol ist doch gar nicht beleidigt. Das weißt du doch gar nicht. Aber du weißt, ob er beleidigt ist. Na, wenn ich Errol wäre, dann wäre ich bereit. Du bist aber nicht Errol, du bist nicht mal Türke. Und das ist doch jetzt blöd. Was heißt denn hier ihr und wir? Wir sind doch ein Club, oder? Der Errol ist ein Vereinsmitglied, wie alle. Der wird hier ganz normal behandelt, als wäre er wie du und ich. Das ist ja nach außen, als hätten die Türken den Verein übernommen. Oh, Patrioten gegen die Islamisierung des Tennisclubs. Leute, fair play, es läuft jetzt aus dem Ruder. Ich sag nur meine Meinung, wo ist da bitte das Problem? Das ist doch dieses rechtliche Laber, man fordert Meinungsfreiheit, um gegen die Meinungsfreiheit zu sein, ja? So fangen die Nazi-Sprüche doch heute immer an. Hier geht es nur um einen verdammten Grill. 15 Sätze. Das ist Demokratie. Da gehören Diskussionen dazu. Ja, aber zur Demokratie gehört auch, dass nach der Diskussion alle eine gemeinsame Meinung haben.